Ihr wollt eure Lieblings-YouTuber unterstützen, habt aber kein bisschen Geld dafür? Honeyteam und seine Entwickler, die haben etwas geschaffen, gibt's übrigens im App Store, wo ihr jetzt kostenlos eure Lieblings-YouTuber unterstützen könnt, also beziehungsweise donaten, den Merch kaufen und ihr könnt eigentlich alles damit machen. Aber worum es genau geht, seht ihr gleich. Also das, was ich euch jetzt zuerst vorstellen möchte, ist eine App, die gibt es schon länger im App Store. Da könnt ihr mal vorbeischauen, und zwar diese hier. Die Server for You App, wo ihr kostenlos downloaden könnt. Und das Prinzip beläuft sich so. Einfach, wenn ihr jetzt zum Beispiel spenden wollt oder ihr wollt euch einen Teamspeak-Server oder einen Minecraft-Server oder weiß der Geier, scheiße nein, ihr wollt euch irgendwas finanzieren, habt aber keine Kohle dafür, dann ist diese App genau richtig für euch. Und zwar, das Prinzip läuft sich darauf hin, Werbung schauen, Punkte sammeln, abkassieren oder beziehungsweise einfach einen Server mieten oder Merchandise kaufen oder seinem Lieblings-YouTuber spenden. Also diesbezüglich richtig, richtig geil. Und ja, das Ganze ist von der Seite hier, Every Studios. Also die Honeyteam-Entwickler, die haben sich da echt was überlegt und ich finde es eigentlich eine geile Sache, weil gerade für die kleineren User von YouTube, also YouTuber kann man jetzt auch nicht mehr so sagen, die ihre großen YouTuber einfach unterstützen wollen, aber nicht das mögliche Kleingeld haben oder Paysafe-Karte fehlt oder keine Ahnung, man weiß es ja nicht, ja, Geld wächst ja nicht auf Bäumen und die Eltern haben auch keinen Bock, irgendwelche kleinen Jugendlichen im Internet zu bezahlen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wie schon gesagt, ich finde es eine richtig, richtig geile Sache, schaut einfach mal bei Server4U vorbei und ja, klickert euch da einfach mal durch, was ihr damit alles machen könnt. Es ist eigentlich eine sensationelle Geschichte, meiner Meinung nach. Es geht jetzt darum, umso mehr Spenden für dieses Programm praktisch entstehen, also durch diese Werbeeinnahmen und so weiter, umso mehr können die Entwickler daran arbeiten, das Ganze nochmal verbessern. Und damit könnt ihr dann auch viel mehr von dieser App profitieren. Also möchte ich eigentlich nur mal dieses Angebot für euch vorstellen. Oder habe ich ja jetzt damit schon. Schaut einfach mal vorbei, einfach im App Store, ob das jetzt Apple iTunes ist oder der normale App Store von Android. Einfach mal Server4U eingeben und dann seht ihr die App eigentlich schon. Einfach downloaden, Werbung anschauen, Punkte sammeln und abkassieren. So, ich habe jetzt noch ein anderes Thema für euch und zwar, ich habe ja vor ein paar Tagen über die neuen Monetarisierungs- und Partnerrichtlinien von YouTube gesprochen. Das sind noch so ein paar kleine Sachen, die ich noch ein bisschen aufarbeiten möchte. Ich habe ja in meinem letzten Stream oder in meinem vorletzten Stream habe ich gesagt, dass man dadurch auch verschiedene Partnervorteile verliert. Also Thumbnails selber machen, Infokarten erstellen, den Abspann nutzen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt in Erfahrung bringen können, dass es nicht so ist. Man kann nach wie vor alle Vorteile nutzen, bis halt auf die Monetarisierung. Aber ich habe jetzt auch schon so viel gehört und ich habe so viel in den Kommentaren diskutiert. Ich hatte eigentlich vor, mal auf die Kommentare einzugehen. Das werde ich zeitlich aber nicht mehr ganz schaffen. Ich habe jetzt wirklich nur die 2 Tage frei. Heute ist schon der letzte Tag davon, weil ich gestern ziemlich viel zu tun hatte und ja, deswegen gehe ich einfach nur mal ganz, ganz kurz darauf ein. Und zwar folgendermaßen. Diese Vorteile, die bleiben für jeden, bis auf diese Monetarisierung und viele haben sich darüber auch Gedanken gemacht. Ja, von wegen, man kann jetzt kein Geld mehr damit verdienen. Ja, schon. Wenn du aber unter 1000 Abonnenten bist, muss man jetzt einfach mal ehrlich dazu sagen, dann verdient man zwischen 20 Cent und 4 Euro im Monat? Also es ist jetzt, weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt, pro Monat 4 Euro zu generieren. Und wenn man dann jetzt nochmal überlegt, die Auszahlungskriterien von AdSense sind ja zwischen 70 und 100 Euro. Ich weiß es nicht so genau, weil mir wurde persönlich noch nie was ausgezahlt. Und deswegen, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Und jetzt, wo man ja diese ganzen Vorteile von Infokarten, Abspann und so weiter und diese, dass man in Videos vorgeschlagen wird, ja gar nicht verliert, ändert sich eigentlich nichts. Nur, dass ihr halt keine Monetarisierung mehr machen könnt. Ich finde es bei kleinen YouTubern sowieso ein bisschen lästig, da hat auch der Torrider das drauf angesprochen, wenn man dann Werbung vom Video sieht bei einem, der vielleicht 40, 50 bis 100 Abonnenten hat. Also ich finde es schon ziemlich krass eigentlich. Und es stimmt ja auch. Ich habe auf meine Videos zum Beispiel, und ich habe 614 Abonnenten mittlerweile. Ja, es ändert sich momentan echt nicht so viel, aber es ist halt auch, weil ich halt ziemlich viel wenig Videos hochlade und so. Aber das ist anderes Ding. Nee. Es geht einfach darum, wenn man sich so ein Video anschaut und es vom kleinen YouTuber und da wird schon Werbung geschaltet, es nervt einfach. Ich meine, wir haben ja damals YouTube geschaut, weil uns die Werbung im Fernsehen ja genervt hat. Nicht? Also es ist ja jetzt halt mal so, muss man einfach jetzt mal drauf eingehen. Und deswegen finde ich das auch problematisch. Okay, ich bin ja schon drauf eingegangen, auf diese 1000 Abonnenten, das muss man halt da rein, ist halt nun mal so. Ich habe jetzt auch 300
86 Abonnenten, die ich noch erreichen muss. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall machbar. Irgendwann schafft man sowas auf jeden Fall. Und die 4000 Stunden Watchtime, die wirst du in dem Zeitraum, wenn du sowieso 1000 Abonnenten hast, schaffst du das auch easy, weil du ja dann auch genug in deiner Community hast, die deine Videos anschauen. Und mit den Streams, das habe ich dir auch schon angesprochen, also euch. Und ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Darauf wollte ich einfach nochmal kurz eingehen mit euch. Also ich finde teilweise die ganzen Argumente, die gebracht worden sind, dass man mit so wenig Abonnenten auch wenig Geld verdient, das ist ja völlig in Ordnung. Also ich sehe das genauso und man muss ja auch überlegen, damals war YouTube-Partner wirklich ein Privileg und wenn man jetzt wieder was dafür tun muss, um dieses Privileg zu haben, ist es eigentlich gar nicht schlecht, weil das ist ja für die meisten dann nochmal so eine kleine Motivation, um das Ziel zu erreichen. Ich habe jetzt nochmal einen Kommentar gelesen, vor allem, dass man, wenn man kein YouTube-Partner ist, auch kein Nintendo-Partner sein kann. Da geht natürlich das Gleiche. Ich weiß jetzt nicht, ob man da direkt weggestrikt wird oder so. Also ich habe davon noch nie irgendwas gehört, dass man geclaimed wird, so wie ich zum Beispiel. Ich habe ja Zelda Ocarina of Time. Wo ihr übrigens alle dafür, also der größte Teil dafür gestimmt hat, dass ich das streamen soll an meinem Geburtstag. Erstmal sensationelles Dankeschön, werde ich auf jeden Fall machen. Mit 40% hat das Ganze gewonnen. Und ja, ich habe ja diese Zelda-Videos, sind ja auch von Nintendo und ich habe darauf auch diverse Claims bekommen aus verschiedenen Musiktiteln, die da abgespielt werden und hast nicht gesehen. Aber einen Strike habe ich noch nie bekommen. Also es heißt jetzt nicht, wenn man kein Partner mehr ist, dass man da kein Nintendo-Content mehr hochladen kann, sondern einfach, dass man dann halt geclaimed wird und gut ist. Also gestrikt, denke ich, wird mal nicht. Kann man sich im Internet aber auch noch mal ein bisschen schlau darüber machen. Ich finde es aber gut, dass du es angesprochen hast, weil mir war das jetzt noch unbekannt. Ich habe darüber noch nichts in Erfahrung bringen können. Ich habe wirklich alles durchforstet und ich denke mal einfach, die wirklich Nintendo-Content hochladen und damit auch Geld verdienen, so wie Domtendo und so weiter, also ich denke mal, die werden sowieso eine Lizenz haben, also ist das völlig scheißegal. Ja, und auch hier geht einfach weiterhin, gebt euer Bestes, haut in die Tasten, macht geile Videos und dann kommen die Klicks, also die Watchtime und die Abos von ganz alleine und dann werdet ihr das auch schaffen. Und ich denke mal, ich werde auf jeden Fall dranbleiben, weil ich das unbedingt erreichen möchte. Ich möchte dieses Privileg wieder haben und das sollte für jeden auch eine gewisse Motivation und ein kleiner Anstoß sein, seine Videos noch besser zu gestalten. Nicht? Also ich denke mal, das war eigentlich schon wieder viel zu viel. Ja, wir sind schon wieder bei 8 Minuten. Was soll's? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war halbwegs informativ und natürlich auch bei der Every Studios bzw. Server for You einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Honey Team damit unterstützen würdet. Wäre mega mäßig geil von euch. Und auf jeden Fall habt ihr ja dadurch auch ein paar Vorteile, indem ihr euren Lieblings-YouTubern, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, nee, Schmarrn, einfach unterstützen könnt. Donaten, ihr könnt Merch von den Punkten kaufen, ihr könnt Server mieten, also ihr könnt wirklich alles damit machen. Ich finde es mega geile Aktion. Schaut da einfach mal rein, es würde mich sehr, sehr freuen. Und schreibt mir am besten einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich wollte jetzt noch mal was ansprechen. Wenn ihr irgendwelche Themen habt für mich oder so, über irgendwas mal richtig diskutieren wollt, wo ihr noch nichts über Erfahrung bringen konntet, worüber ich dann vielleicht ein Video machen könnte, dann folgt mir einfach auf Twitter, schreibt mir einfach was. Und ja, wir werden dann sehen, was da draus entsteht. Würde mich auf jeden Fall freuen, dann würde ich ein neues Format starten, was mit Twitter zu tun hat. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video gegönnt habt. Viel gibt's dazu nicht mehr zu sagen. That's what I'm do it for you. See you next time. Euer Avenger. Haut rein, bis dahin. Servus, alle Schwede, ihr Ratten.